Nein, wir gehen nicht wie die Ratten jagen. Wer ihm den Hintern küsst, wird mit Gold überschüttet. Was geht eigentlich in deinem Schädel vor? Oh Mann. Das Massensterben auf der Rhein-Aimar. Feine Fleischwaren gibt es beim Fleischer in Saint-Sébastien. Täglich frische Wurst. Ich mag Elfen. So, jetzt haben wir genug Geld. Ich kann es nicht glauben. Ja, ich auch nicht. Pass auf, wo du hingehst, Rotzlöffel. Rotzlöffel? Benimm dich bloß, Freundchen. Du bist schließlich in Beauclair. Ja, ja, Beauclair. Ein Hexer. Lass die armen Elfen in Ruhe. Was wird der Morgen bringen? Sonntags auch mal zwei. So viel Platz haben sie doch gar nicht in ihrem Schädel. Wir sind zurück. Sei gegrüßt, edler Herr. Nimm doch Platz. Nun, guter Nein. Herr, hast du die vereinbarte Summe parat? Das sah ja aus, hier, ey. Dein Geld. Tu etwas Sinnvolles damit. Tausend Dank. Das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den jetzt Mann, ist er plötzlich wieder richtig. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her. Und ich kriege immer sein Geld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist? Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja. Danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole. Wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. Okay. Mit dem bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die richtige Bestechung auszupacken. Mhm, das habe ich gesehen. Esel! Also, eine rote Tür, sagt ihr. Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat. Die dürfen fest rum. Schande. Rührt sich nicht. Ich muss hier aufpassen. Es muss halt nicht jeder... schick dann kannst rumlaufen. Du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen, Detlef, ich komme. Etwas mehr Finesse, ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Diese Kajit hier sieht das anders. Nicht
nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Ich hatte gerade eine andere Stimme. Ich würde mir ja Gedanken machen, wenn so viele Raben bzw. Krähen oben auf meinem Dach sitzen würden. Finde ich nicht ganz so prickelnd. Ist er hier? Spürst du ihn? Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Nee. Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Pass auf, gleich treffen wir auf Pinocchio. Neulich erst repariert worden. Ich guck an, Skyrim benötigt 16 GB Speicher, meine Mods. 111. Skyrim wieder. Mach das! Gehen wir auf den Dachboden. Die auch irgendwann mal wieder spielen. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Haha, könntest du mal aufhören? Bettler von der Erretein. Du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renaveth genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Ja. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Pinocchio. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Die Verfluchten erpressen sie. Wer ist Renaveth? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Ich denke, es ist gekauft zu deinem Elder Scrolls Online. Ah, okay. Ich wollte dich nämlich noch fragen. Weil ich nämlich dachte so, Herr der Ringe Online ist doch kostenlos. Deswegen wollte ich dich erst noch mal fragen, was du dir denn da gekauft hattest. So, ich glaube, du musst dir vorher ein Konto anlegen. Bei Elder Scrolls Online. Aber auf jeden Fall schön, dass du reinschaust. Bezaubernd. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Bis auf den Ärger mit dem Passwort. Aber ich glaube, du musst dir vorher erstmal, sofern du es nicht gemacht hast, einen Account anlegen. Uba. Ich überlege gerade. Da logge ich mich damit den ganzen Daten ein. Das ist gerade gar nicht. Warte mal, muss ich ein Passwort eingeben? Nee. Ah. So lange her. Muss man beim ersten Spielen ein Passwort eingeben? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall ein Konto bei Elder Scrolls Online. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da tatsächlich selber nochmal mit einem extra Konto anmelden musste oder das über Steam ging.
Weiß ich jetzt leider nicht. Aber wenn es mit dem Steam-Passwort nicht geht, dann meine ich extra Konto nochmal machen auf ESO. Also Elder Scrolls Online.be. Du hast wohl Zweifel. Ich kenne Menschen besser als er. Ihre Fähigkeit, untreu und unehrlich zu sein. Außerdem weiß ich, dass sie ihre Sachen mitgenommen hat. Das tut man nicht, wenn man entführt wird oder gegen seinen Willen verschwindet. Du kannst dir die Frage sparen. Nein, ich weiß nicht, warum sie gegangen ist. Vielleicht ist Detlef eines Tages in Zorn geraten und hat seine monströse Seite gezeigt. Die würde jeden verscheuchen, der noch eine Chance zu fliehen hat. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat. Ist das so schwer zu glauben? Dass ich angemeldet und wissen, nach dem Kennst Passwort du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Das Passwort wird verwendet. Ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt. Also ich weiß, dass du dich nach dem erstmaligen Anmelden nicht nochmal anmelden musst. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Warum habe ich meine Esothesis weggeschmissen? Das ist eine Frage, die kann ich ja leider nicht beantworten. Rena Wett mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Schau mal zu allem. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet Nein, sehr viel. Nein, nicht für Yennefer. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Triss, nicht Yennefer. Erwähn den Namen nicht, bitte. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Das war ein Albtraum, wirklich ein Albtraum. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. So schlimm. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Okay. Also weiter. Weitersuchen. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das Rena Wett? Weiß ich nicht. Ich sage ja, ich bin ihr nie begegnet. Ja, schauen wir schon, ne? Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher, aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen. Echt? Mir kommt eher der Name bekannt vor als das Gesicht. Schöne Melodie. Oh ja, ich weiß nicht warum, aber sie erinnert mich an zu Hause. An unsere wahre Heimat vor der Sphärenkonjunktion. Das Werkzeug wurde neulich benutzt. Entspannt sich Detlef zwischen den Morden, indem er Spielzeug repariert? Bitte, Geralt, muss das sein? Ja. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf Dulac. Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Müsst erst in die Hand drücken. Und dann läuft das so alles ohne Probleme. Bist du sicher? Siehst du die Farbe? Die Tinte Ich glaube, Probleme gibt es überall. Ein seltenes Mineral, man findet es eigentlich jeder Firma, in jedem... Nazair. Unternehmen. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Nichts ist fehlerfrei. Schau, dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlef erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlefs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Das stimmt. Detlef wird manipuliert. Irgendein Irrer benutzt ihn als Waffe, um Leute umzubringen. Es sieht so aus. Aber daraus ergibt sich eine Vorgehensweise für uns. Wir müssen Rena Wett finden. Dann haben der oder die Irren Detlef nicht mehr in der Hand. Kein schlechter Einfall. Könnte einen Versuch wert sein, aber was ist mit Detlef?
Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will. Und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Aber bleibt mein Geruch denn nicht erstmal noch in dem Raum? Gut, ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich. Detlef und ich. Und gleich laufen wir ihm im Treppenhaus über den Weg. Sechs Wochen gesucht und nach 4 Jahren nicht gespielt. Er nach 4 Jahren seinen Ingame-Namen. Kann reinkommen und dann spielt er, obwohl du die IT-ID und das Passwort hast. Also ich muss tatsächlich gestehen, dass ich mein Ingame-Namen meistens noch weiß. Jester damals musste ich auch meinen Ingame-Namen angeben. Und zwischen dem erstmaligen Spielen, also dem erstmaligen Suchten und dem dann wieder Null spielen, lagen, glaube ich, 6 Jahre. Und ich wusste alles noch. Lag aber vielleicht daran, dass ich es wirklich durchgesuchtet habe. Weil ich allgemein keine Probleme habe, mir solche Sachen zu merken. Und was ich mir nicht merke, schreibe ich auf und die Zettel bewahre ich meistens auch über Jahre. In meinem Zettelfach. Plus Zugehörigkeit. Und Passwörter sind bis auf einige Änderungen immer dieselben. Kann ich dann einfach durchgehen. Bethesda, gestern um 20.20 Uhr dann geschrieben wegen Fehlkauf. 50 Uhr Antwort erhalten, 21 Uhr 5 Rückerstattung. Das spricht für sich, ja, stimmt. Sehe ich auch noch in all meiner alten Accounts. Also ich, wie gesagt, bisher. Das einzige, wo ich damals immer Probleme mit hatte, war das Facebook. Der Facebook-Account. Aber da war ich so selten. Und auch heute noch, dass ich das für unnötig erachtet habe im Kopf. Aber so was Zugangsdaten für Spieler anging. Die Zeit ist weiß ich, meine ich noch alle. Ich bisher keine Probleme gehabt. Selbst bei Herr der Ringe Online wusste ich es noch. Da lagen auch einige Jahre zwischen, dass ich das gespielt habe. Problem ist halt nur, dass mittlerweile halt nach einigen Jahren dann die Passwörter zurückgesetzt werden, wenn du dich nicht anmeldest. Wie bei Herr der Ringe Online jetzt tatsächlich. Tata, vielen lieben Dank für 10 Euro. Danke. vielen lieben Dank. Ich kann nur nicht das Spiel in das Spiel rein. Hier ist das meine IT-ID und mein Passwort gerade in Verwendung sei. Doch angemeldet, wann komme ich in ein Spiel nicht rein, wenn ich angemeldet bin? Das automatische Passwort heute. Auto noch nicht, noch hin. Okay. Also, ich weiß nicht, du hast Probleme bei solchen Sachen. Also auch bei den ganzen Online-Spielen, wo ich mir dann Sachen gibt's. Habe ich tatsächlich persönlich auch noch nicht erlebt. Dass ich dann tatsächlich trotz, dass man alles wusste, nicht reinkam. Weil es in Verwendung ist. Das hatte ich nur einmal, war allerdings. Gott, war das bei ICQ damals, wo ich gehackt wurde. Da hatte ich das. Wo man tatsächlich mit meinem Account drin war. Aber sonst. Bei mir, in meinem Leben hatte ich bisher 3 Mailadressen, habe ich. Die eine habe ich wirklich seit 2000,
sind 12. Doch, seit 2012. Eins von beiden. Habe ich meine älteste E-Mail-Adresse. Die anderen beiden sind halt dazugekommen, als ich hier mit YouTube und Twitch angefangen habe. Da sind dann halt die anderen beiden Adressen mit dazugekommen. Lass mich raten, ich muss trotzdem einmal außen rum. Ich stelle mir auch gerade die Frage, warum sind wir nicht mit Pferd hier hochgeritten? Müsst ihr immer reimen? Eure Reime gefallen mir nicht. Die meinige ist nicht zufrieden mit den Sprüchen der deinigen. Von Riva, Meister Hexer. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Bitte was? Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin das zu besprechen. Da kann ich kein Starterpaket kaufen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Meltons Mörder gefunden? Geht nicht mehr durch. Kaue ich jetzt bis zum Geht nicht mehr durch. Wie gesagt, solche Probleme hatte ich bisher nicht. Das Einzige, was ich bei ESO mal hatte, dass ich kein Guthaben kaufen konnte. Also kein VIP werden konnte. War das Einzige. Und das, weil angeblich noch eine Rechnung offen stand, die gar nicht offen stand, aber ich habe dann einfach 2 Tage gewartet, dann ging's. Das neue Spiel von Bethesda rauskommt. Oh. Welches kommt denn als nächstes? Ich habe den Überblick verloren über die ganzen Spiele, die jetzt rauskommen. Und ich habe mir, oh Gott, was habe ich gestern? Doch, gestern habe ich das neue FF14 Addon vorbestellt. Endwalker. Ich musste. Es ging kein Weg dran vorbei. Ich habe das Biest von Beauclair gefunden, aber töten konnte ich es nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. Mit Gwent Anmeldung. Ach ja, stimmt. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem? Ja, stimmt, ich erinnere mich. Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Da war Kaya, glaube ich, auch gerade mit dem Stream. Sonnenlicht locken oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Ja, stimmt. Aber die kann man sich ja ganz einfach nachkaufen. Eine Seite, die meine Adresse nicht annimmt, dann mein Passwort, dann die Installation. Ja, das ist... Die Seite wollte halt nicht. Es wollte sich halt am Spielen hindern. Bitte sehr, schick sie in den sicheren Tod. Sicherer Tod vielleicht für einen einzelnen Hexer. Wohl kaum für 40 Bewaffnete. 40, 50, 100, ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn. Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders. Einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln. Andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht.
Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Nun, was willst du also unternehmen? Am besten versuchen wir mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet. Und er möchte mit ihm schwatzen. Die Frau ist die Herzogin. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Die wir tatsächlich am Anfang schon mal gesehen hatten, da hat sie nur ein anderes Kleid an. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Das ist aber nicht die Vormunderin. Nee. Das ist die ganz normale Herzogin, die wir am Anfang des DLCs dann auch gesehen haben. Die Formwandlerin ist neben ihr hergelaufen die ganze Zeit. Das war die blondhaarige. Die hat, glaube ich, rote Haare, meine ich. Ich finde die Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zu morden. Sieht jetzt natürlich nicht rötlich aus, aber... Nicht ihm helfen. Meinem Sonnenlicht dann. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Nein, die ganz normale. Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf denen der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck, offenbar ist es Wein. Es ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken. Einfache Weinflecke, ja. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est-Est, Erveleus, Fiorano bestehen. Oh, erzähl nicht von Wein. Ich möchte auch gerne Wein trinken. Mich zu sprechen? Ich brauche eine Wein. Also nein, brauche nicht, aber Hexe, ich möchte Wein das trinken. Papier. In der Gegend kann man nicht anders. Benoit, kannst du herausfinden, es ist eine Weinlandschaft. Wein diesen Fleck gemacht muss man hat? Wein trinken. Ich habe aber nur Wasser und Cola. Sie ist programmiert. Durchaus. Aber sie ist programmiert, sie ist echt. Westufer, in Fässern von Beauclair-Eiche gereift. Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Oh, hier fehlt mein Verein. Das ist San Real. Jahrgang 1269. Das ist unmöglich. Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Vielleicht wurde der San Real gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Du wirst jetzt bitte nicht wieder mitreiten, oder? Wieso wir? Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Das ist eine offene Wurflitz los. Wir haben keinen Wein. Wir haben leider keinen du Wein mehr. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, und ist zu riskant. In der Zeit, wie der ich Hexe zum Einkaufsladen brauche, es das ist, ist eine Stunde. Dass die Herren sich ausnahmsweise und ich habe kein Auto. Sind. Und kein Aber Fahrrad. Meine Entscheidung ist getroffen. Also... Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann und Geralt. Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht das aller, das aller, aller... Größte, was passieren könnte, wäre, wenn... Ich euch von das mitkriegt und dann mitkommt. Zu folgen. Das bedeutet, ich bin Frank, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier. Mach's dir bequem. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Ja, bin bereit. Wunderbar. Hopp, hopp. Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen. Lasst euch doch hier nicht alleine. Eine Stunde lang übrigens.
spammt Frisches zu, dass er währenddessen nochmal losfährt mit seiner Arbeit. Nein, Quatsch, tut's bloß nicht. Ja, Frisches ist in der Spätschicht. Er könnte, wenn er es mitkriegt. Nein, oh Gott, nein, scheiße. Er ist doch da, kacke. Nichts Frisches, nichts, vergiss es. Daddel kam auf eine ganz blöde Idee. Auf eine ganz blöde. Hast du schon was mit so einem Vampir zu tun? Ja. Ich muss reißen. Ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? Ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Gerade kurz reingeschaltet. Und hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Wir sind schneller. Getötet hat er ihn aber nicht. Das könnte nur ein anderer Vampir. Leute, kommt her. Nein. Der coolste zukünftige Ehemann ist Frisches, aber er bringt keinen Wein mit. Vergiss es. Vergiss es, Daddel. Nein. Nein. Der Wagen wurde von Partnern angegriffen. Wir müssen helfen. Bleib er hat neulich erst Wir kümmern uns darum. Pralinen mitgebracht, das reicht. Verschwinde! Also. Lass. Ey! Ich will aber meinen Panther nicht töten. Helfe! Helfe! Zurück, Bestie! Gehen wir weiter. Wenn ihr nicht gewesen wärt. Dass wir gerade vorbeigekommen sind. Vielen Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Ja, ja. Hurra, diese Welt geht unter. Erzähl mir mehr über dieses Wein. Castel Ravello. Das Beste. Bis später, Frisches. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Fabrizio. Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Sag mir, was du denkst, Gerald. Wie ist der San Real auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Vielleicht ein Diener, vielleicht der Verwalter. Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen. Wir werden es erfahren, wenn wir eintreffen. Oder sie sind in ein Komplott verwickelt. Ah, der Kompagnon kommt mit. Ich wollte gerade schon sagen, wo ist der denn hin? Hier kommt er, unser Held, Gerald der Rivier. Hauptmann de la Tour. Wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Fabrizio. Ich bin wohl auf. Gnädige Herrin... Man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Dies ist eine Inspektion. Wir haben Fragen. Du wirst sie beantworten. Und wer bist du, Herr, dass du so mit mir sprichst? Das ist Gerald von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt? Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Wir waren zu 3 Minuten entfernt, an 10 Schüsse und geht neben Busco. Ja, natürlich, gnädige Herrin. Hast du gehört, ja, Hexer? Schon Fabrizio wird dir gern jede Ja, ich hab ja auch Wasser, das reicht. Reden wir über San Real. Ich stehe zu Diensten. Der San Real. Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich. Du machst den Wein ja nicht alleine. Hier sind doch noch mindestens 1 Dutzend Arbeiter beschäftigt. Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei. Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu San Real werden.
Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung. Die Mazeration überwache ich alleine. So hoch an Niemand oder? Kommt in die Nähe der Fässer. Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder. Eine sehr gute Frage. Ich die Reifefässer persönlich. Jedes ich weiß nicht, ob das wirklich ein Wein ist. Der Wein wird ich kann höchstens Sangria, aber... Reif. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, haben wir Sangria. Real. Und nur ich habe den fraglichen Kellerschlüssel. Doch, ist tatsächlich ein Wein. Also zumindest gibt es den auch als Wein, ja. Er kostet aber erstmal 50 Euro. Die Flasche. Das ist dann doch ein bisschen sehr teuer für mich, der Wein. Den würde ich mir nicht holen. Gibt bestimmt auch noch andere, aber ja, es gibt Sangria noch als Wein. In echt. Wer bringt die Fässer zum Palast? Ich wüsste, ich kenne den. Echt? Wir haben eine eigene Garnison. Ich tatsächlich gar nicht. Wachen die seit Jahren Dienst. Würde tun, das wahrscheinlich schon wieder kennen. Der kennt der alles. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Ganz schön herrisch. Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeig ihn dir. Ich finde ihn schon. Ich zeig ihn dir. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Müsste das nicht heißen, ich zeig ihn euch? Natürlich. Egal, ob konkret oder nicht. Hier ist er. Komm, Hexer. Ist auch ein Wein. Ist etwas abgelenkt. Ach ja. Überall wird von Wein geredet. Rum habe ich. Rum können die machen, aber auf Rum habe ich keine Lust. Hier, Meister Fabrizio. Was, wenn Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. Der läuft doch mal schneller. Links, rechts. Wo möchte die gnädige Dame hin? Okay. Also, wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Ich dachte schon, ich hätte jetzt die Kerze ausgemacht. Das Winzerprotokoll. Wer braucht denn eine Fackel? Komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Druse. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber Fackeln dokumentiert. Werden überbewertet. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Finden wir den. Herbelus, den mag ich, schön trocken. Hervorragender Wein. Du hast Geschmack. Halbtrocken. Den würde ich noch nehmen. Okay. Est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist Fiorano. Fiorano. Rittersporn ist ganz wild darauf. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. Ja, wusste ich aber schon vorher. Die Jahreszahl wurde schon öfter mal
genannt. Hier drüben ist Pomino. Oh, ich will aber auch mal zu so einer Weinverkostung. 68. San Real. Das Fass ist von 1268. Fast, aber nicht der richtige Jahrgang. Nope. 69. Hier, 1269. Ich kann es woher. Rittersporn war schon öfter in Toussaint. Willst du sie anstechen? Hat er keinen besonders guten Eindruck hinterlassen. Rittersporn hat sich da wahrscheinlich mal wieder ein bisschen daneben benommen. Wir kennen ihn ja. Voll. Das hier ist auch voll. Ja, ich bin auch gleich voll. Nee, bin ich nicht, aber. Voll. Das hier ist auch voll. Es wird das letzte sein. Nee, doch nicht. Voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Sie scheinen das anders zu sehen. Aber ist auch Sangreal drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Warte. Ja. Sagen wir es so. Den Satz hat sie ganz am Anfang, als wir hier das DSC gestartet hatten. Das ist... Ich bin nicht so sicher, ob ich wissen will, was in den Fässern ist. Und ist etwas, was ich brauche. Ja, ebenfalls. Zapfhähne. So. Hier sind die Hähne. Dann an die Arbeit. Stechen wir sie an. Bereit. Geht zur Seite. Der gute Wein, ey. Und? Dieses Aroma würde ich überall erkennen. Die armen Fässer, ey. Wenn ihr den Wein nicht mehr wollt, nehme ich ihn. Ja. Widerlich. Bitterer Mistwein. Vielleicht ist er umgekippt. Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Das ist schon ein Beginter und schon erwachsen. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio, mal sehen, Fabrizio, was der dazu zu sagen hat. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich töte dich ganz schnell. Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte vergib mir. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Da bin ich schwach geworden. Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das ist mal eine merkwürdige Option. Das gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf. Findest du? Und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Kommt immer drauf an. Ich werde alles sagen. Aber bitte erweise mir Gnade. Nee. Nix da, Bruch. Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen.
Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent. Behauptete, aus Zintra zu stammen. Zintra? Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof. Ist Zintra nicht schon lange hinüber? Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Forastre getroffen. Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Forastre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich bei deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Entspann dich. Wir warten hier. Seht, unser lieber Winzer. Hat ihn rausgerückt. Echt? Ist das so? Juhu, es darf gemetzelt werden. Leicht ungünstig. Sehr schön. Ich jetzt auch einmal.
Und wir sollten alle haben. Bilde ich es mir ein oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexer. Ich habe mich in dir getäuscht. Wir müssen uns ja nicht mögen, sondern nur unsere Arbeit tun. Wenn du es so sehen willst. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herrin. Sie wartet in der Nähe. Was? Sie ist hier? Du hast doch hoffentlich nicht geglaubt, ich würde euch die Sache alleine überlassen. Klar. Jede Stunde zählt. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat so gnädig ist sie gar nicht. Er heißt Hund. Meinst du? Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Oh. Noch einmal. Wer hat dich geschickt? Nett. Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Warte. Wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Kann er das? Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was? Werft ihm die Hunde, den Hunden zum Fraß vor. Klar, ich habe gerade keinen mehr. Boy, in dem Fall gehört er dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht... Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Wer hat dich angeheuert? Er wird mich umbringen. Ob du jetzt stirbst oder ob du später stirbst. Du solltest dir Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentria. So nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt, dass wir für den Zentria arbeiten. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Das ist nicht viel. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zentria. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Treffen wir uns dort. Wir erwarten deine Ankunft. So. Stufe 46. So, dann kann ich mir jetzt einmal ganz schnell was zu essen machen. Dauert nicht lange. Ich muss nur einmal ganz kurz mein Essen aufwärmen von heute Mittag. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Und dann würde ich sagen, bis gleich.